Was geht ab, meine OZ-Fighter? Saru hier, ihr seht zwar Ui sein Goku auf eurem Bildschirm, aber falls ihr die Summons gesehen habt, wisst ihr, was Sache ist. Nämlich, das sieht echt geil aus, by the way, ne? Ja, traurige Plays, Leute. Es war so schön. Ich habe ihn bisher nicht gepult. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viel offen noch. Ich kam gar nicht dazu, mir alles anzuschauen. Und dementsprechend werden wir heute erstmal traurige Plays machen mit einem Friend, Eloise, sein Goku. Ich habe quasi ein Raps of Universe 17 gebaut oder Tournament Participant, nennt es wie ihr wollt. Aber der Friend Ui Sengoku ist auch um 200% der Skill von den Androids, deswegen können wir so rein. Und ich bin im neuesten, ich nenne es Blue Zone Event, aber es ist halt Supreme Spec Deadle, bla bla bla. Die TOP-Version davon. Ich habe da noch gar nichts gemacht, ich habe nichts gesehen, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach mal sofort in die letzte Stage, also Stage 4 reingegangen, um einfach mal zu gucken, wie das so ist, weil, wie gesagt, ich habe keinen Plan davon. Und wir werden, oder ich werde die Tage in den Stream versuchen, so gut wie es geht, alles nachzuholen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne vorbei, twitch.tv/ozerosons, Links in der Beschreibung. Ich werde natürlich aber auch mich drum bemühen, dann die Videos einfach auf dem Kanal auch hochzuladen. Ui Sein Goku, während sein Intro läuft, gibt durch den Niederskill Universe Survivor Saga Ram of Gods Entrusted Will Key plus 3 HP Attack and Defense 170% und 30% HP Attack and Defense bekommt zusätzlich Charaktere, die in Raps of Universe 7 Extra Battle oder Powerful Combat sind. Er erhöht seinen Angriff, die Verteidigung greatly für eine Runde, macht Kosten Damage und erhöht den Angriff der Verbündeten um 30% für eine Runde. Durch die 12 Key mit der 18 Key tut er greatly Angriff erhöhen, Defense für eine Runde und macht Mega Kosten Damage und erhöht die Verteidigung der Verbündeten um 30%. Das heißt, im besten Fall ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man den ganzen Sachen links stellen könnte. Weil dann die sowohl er als auch die drauffolgenden Charaktere dann logischerweise all das bekommen, was ich gerade erzählt habe. Des weiteren Intro haben wir gesehen, durch die Intro bekommt er Key plus 4 Attack F 77% für 7 Runden. Dann bekommt er zuerst Attack F 77% für 4 Runden. Ab Anbeginn seiner Runde, wenn es einen weiteren Universe Survival Saga Kategorie Verbündeten gibt. Im Team, Key plus 7, Attack Nef 200% hat er immer, Sitzprozent Chance zu critten. Sitzprozent Chance zu dodgen. Damage Reduction 15%, bekommt zuerst weitere 35% Damage Reduction, bevor er angreift. Hat jeden Grad, hat einen Guard gegen jeden Typus innerhalb derselben Runde, indem er einen Angriff bekommen hat. Macht eine Additional Super Attack innerhalb derselben Runde, nachdem ein Angriff gedodged ist. Okay, und macht eine Additional Attack mit einer 70% Chance, dass eine Super Deck sein kann, als Zeit- oder dritte Angreifer in der Runde. Interessant, okay, ja, wir lassen ihn dort, wo er ist, auf jeden Fall. Ja, geben 24 Key. Versuchen sowohl so gut und viel Key, wie es geht, also Rainbow Key dem Amigo in der Mitte zu geben. Und ich erwarte einiges. Also jetzt bin ich mal gespannt. Das hat sich nämlich sehr, sehr gut angehört, erstmal. So, okay. 10 Millionen, okay. Erhöht Verteidigung, wie gesagt, um 30% jetzt für eine Runde. Für alle in der Runde. Nehme ich an. Und wenn die 12 Key noch droppt, also eine garantiert haben wir ja. Auch noch den Angriff von den Verbündeten für eine Runde. Das ist geil. Das setze ich auf jeden Fall sehen. Ich weiß, wie gesagt, nichts von dem Event, Leute. Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Infos durch den RW reingegangen. Ich kam gar nicht dazu, weil ich die Tage unterwegs war, unter anderem auch der Dokumi. Ich habe einige von euch gesehen, war wirklich sehr geil. Shoutout an alle. Und deswegen konnte ich mich erst jetzt hinsetzen und... Oh, nicht gut, weil jetzt haben wir nicht die komplette Damage Shark schon bekommen, die Super Attack direkt. Okay. 16, okay. Nach dem Angriff haben wir unseren Guard. Okay, das ist jetzt unlucky, dass er direkt die Super Attack bekommen hat. Vor allem nach seiner Super Attack. 10 Millionen, okay. Die sind richtig gewillt hier an der Stelle. Interessant, okay. Ui Sein Goku kann... Okay, wir können seinen Active Skill aktivieren. Also dieses ist auch quasi seine Transformation als auch sein Domain. Trades Domain und dann erhöht der Superclass Verbündeten deren Key um 4 für 3 Runden. Kann man ab der 5. Runde aktivieren, langsam erscheinen. Okay. Gut. Wenn es dazu kommt, dann wissen wir Bescheid. Und dann können wir in Ui Goku rausgehen. Gut. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, 5 Runden.
Haben schon gut Damage bekommen, so ist nicht jetzt in der Runde. Aber war halt ein bisschen unlucky, dass der das da abbekommen hat. Direkt die Super Attack halt. 5 Dodge, why? Okay, der kann direkt die Genki Dama zünden. Puh, will ich das eigentlich schon? Will ich das machen? Also Uigoku Dodge eh garantiert jetzt hier. Bei dem ist eine andere Sache. Also ich habe auch den Revive-Logo, das heißt. Ach, wir machen es einfach mal so, komm. Wir schauen einfach mal, was abgeht. Okay. Lass einfach mal so machen. Der dodgt nämlich eh alles in der ersten Runde. Das ist immer noch brutal einfach. Keiner weiß, was abgeht. Ach, die TOP-Androids waren gar nicht drin. Die werde ich eh rein raussortieren. Bei denen ist so wichtig, dass sie so und so viel Ki bekommen. Oder wie oder was auch immer. Dass die halt den Support-Aspekt über 2 Runden geben. Ach, das war durch die Unit Super Attack. Da unten. Okay. Okay, ja. Für die Unit Super Attack brauchen sie einen Goku. Und hier sind ja 1000 Goku. Die werde ich einfach rein aus. Ach, warte mal. Oh, ich war jetzt um ehrlich zu sein ein bisschen zuversichtlicher. Ich dachte, die Jungs ballern die ihn zur Seite. Der könnte jetzt Schaden nehmen, ey. Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Genki Dama gezündet. Okay, der will's wissen. Komm, finish es. Also er wollte es auf jeden Fall wissen, ey. Gut, wir waren auch unter so und so viel HP, deswegen crittet er, glaube ich, garantiert, bekommt Attack Boost oder ich nehme es zurück, er crittet nicht garantiert. Einfach schon vergessen, was der macht, aber sehr effektiv Schaden, crittet irgendwie Boost oder so, schießt mich tot. Schrei nicht so. Wirklich. Hört auf zu schreien. Euer Intro geht viel zu lang. Euer Intro geht viel zu lang. Tschüss. So. Jetzt wird's spannend. Aha. Genau, die zeigen ja auch, wo Super Decks kommen. Hab ich ja total vergessen. Wenn ein Kakarot in der Runde ist. Gut. Jetzt brauchen wir aber schon gut Key für viele Charaktere. Pass mal auf, Moment. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie die hier tanken werden, ne? Ich bin zum ersten Mal in dem Event. Aber die sind nach ihren Superdecks besser. 7 Key wären nice, haben wir halt nicht Effit. Wir gehen so rein. Okay. Schauen wir mal. Ach! Ach so! Die haben das dem gegeben. Charaktere können hier nicht dodgen. Ach so! Okay, das wusste ich nicht. Der Uisai Goku hat ja, wenn man seine Domain aktiviert, dann tut er sowas genau annullieren. Also was meine ich? Ich höre euch mal kurz ab. Evo sorgt dafür, dass meine Charaktere nicht dodgen können. Genau. Okay, Evo sorgt dafür, dass meine Charaktere nicht dodgen. Das heißt, ich muss den Kampf in die 5. Runde ziehen, bis Ui sich transformiert. Ja. Boah, kriege ich das hin? Oder ich setze auf ein Revive der Charaktere. Das geht natürlich auch. Okay. Gut. Jetzt wissen wir Bescheid. Also, warum will ich das in die 5. Runde bringen? Weil, damit sich eben, Ui San Goku, dass ich ihn transformieren kann. Weil wenn ich das mache. Ich lese einfach mal vor, was er drauf hat, dann annulliert er eben das. Also dann können meine Charaktere dodgen. So war es doch mit ihm, oder nicht? Schauen wir mal nach. So, das heißt, wenn ich den Amigo transformiere, aktiviert es ja seine Domain. Durch die Domain gibt er Superclass-Verbündeten und Gegner. Superclass-Verbündete und Gegner bekommen Attack mehr 15%. Und annullieren eben. Was? Er nullifies guaranteed Hit Effects and Evasion Disabling Effects. Okay. Ah, und er annulliert. Manche Charaktere haben in der Passive eine Ability, dass sie den Gegner garantiert treffen. Das annulliert er aber auch, dass eben Uigoku dodgen kann.
und sie nicht garantiert hitten. Und zudem annulliert er eben die Effekte, die Dodgen nehmen. Also das ist so wie das von Evo halt. Und dann gibt er noch zusätzlich 15% Angriff für Charaktere, die zusätzlich in Realm of Gods sind. Hui, das heißt, während der Domain buffen wir auch den Gegner jetzt hier, ne? Ja, der bekommt 30% Angriff dank uns einfach. Oder warte, plus Energy Charakter. Ja. Ja gut, plus. Ja gut, also pass mal auf. Die Sache ist die. Attacken der 15% gibt er für Superclass Gegner und Verbündete. Bei dem Realm of Gods Part steht das nicht explizit dran, da steht einfach nur dran. Plus an Additional Attack 15% for Characters who also belong to Realm of Gods Category. Also gehe ich davon aus, dass es also, also es gehört auch dazu, so wisst ihr, was ich meine? Gehe ich jetzt von aus. Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir lang genug aus dem Maul bekommen. Packen wir mal gar nichts aus, hier wieder so rein. Oh, aber nicht gut. Der ist nämlich. Ach. Der war jetzt nicht in der ersten Rotation. Das wird jetzt noch länger dauern, ein bisschen. Okay, oh. Rechts kommt die Super Attack. Rechts kommt die Super Attack. Oh, der tut zweimal Super Attacken. Hui. Der will es ja richtig wissen. Der will es ja richtig wissen. Also, Uyoku dodgst oder so garantiert. Da machen wir es mal so. Wäre gut, wenn ich die 7 Key den Androids gebe. Für zusätzliche Buffs. Boom. Jetzt schauen wir mal, ob wir das überleben. So, wenn man aber. Wir nehmen an, wir können den Friend da transformieren, hoffentlich heute noch. Dann erhöht er durch die 12 Key Great die Attack and Defense für eine Runde. Disabled Enemies Guard und macht Cross Damage. Mit der 18 Key to the Great die Attack and Defense für eine Runde erhöhen, macht mega Cross Damage und gibt verbündeten Attacken der von 59% von der Runde. Das riecht stark. Attacken der 300% hat er immer. Key plus 7 Attacken 59%. Dodge gegnerische Angriffe und gibt jedem Verbündeten Dodge-Chance 10% für eine Runde. Ab Anbeginn seiner Transformation. Das Key plus 3 bis zu 12 Hit-Chance und Dodge-Chance 20% bis zu 77% mit jedem Angriff, den er macht. Er kontert. Ja, das ist geil. Er kontert einfach, wenn er dodgt. Also wenn er gegnerische Angriff dodgt, dann kontert er es auch und macht Schaden. Er hat mit 20% Damage Reduction, bekommt zusätzlich 40% Damage Reduction, bevor er einen Angriff bekommt. Hat einen Guard gegen jeden Angriff innerhalb der Runde, in dem er einen Angriff bekommt. Bekommt zusätzlich Attack 91% und Crit. Okay, warte mal. Boah, sind wir down? Ich glaube, wir sind down. Und Crit-Chance und Dodge-Chance plus 20%, wenn HP 5% oder drunter sind am Anfang der Runde. Und macht eine Additional Attack, Additional Super Attack, wenn die Key 24 sind. Okay. Interessant, interessant, interessant. Mit dem Ami. Okay, jetzt machen wir mal ernst, jetzt packen wir mal die Sense aller Sensen aus und zwar. Ich wollte einfach die Androids mal probieren, weil er im 200% Leader Skill ist auch von den Androids, aber wir gehen rüber in ein Realm of God Setup. Und zwar nehmen wir hierzu dann noch, lass ich mal schauen, den nehmen wir stattdessen. Können wir da noch einen anderen nehmen? Shotgun Goku Blue. Schwierig. Eigentlich können wir Kyoko schon rocken. Ja, den lassen wir mal drin, würde ich sagen. Komm. Wir switchen den Zamasu. Wir nehmen Zamasu seinen Leader Skill. Also, wir haben jetzt quasi ein Realm of God Setup. Ich könnte auch einfach, also, by the way, indem ich das aufnehme, Raps of Funeral 7, ihr wisst auch vor allem, warum ich Zamasu nehme, ne? Wegen dem Intro. Her damit. Ich könnte auch natürlich Uigoku oder Evo als Raps of Funeral 7 Leader nehmen. Also sowohl er ist in Realm of Gods sieht als auch Ui sein Goku. Deswegen. Ja. Ja. Goku, Goku hier. Daumen hoch. Hau mal ab. Wie lange das geht. Dankeschön. Hau mal ab jetzt. So. Also, wie machen wir es? Wir tun auf jeden Fall Samus so raus kurz. Wir machen das so. Boom. Ja, jetzt die Sache. Eigentlich müsste ich darauf spielen, dass ich das bisschen ziehe und in die fünfte Runde komme, aber wir pfeifen drauf. Wir setzen eher darauf, dass wir einen Revive-Charakter pro Runde haben, würde ich sagen.
Also sowohl UI als auch Evo so in jeweils eine Runde, dass er da einfach dann, weil der kann nicht dodgen dann direkt gegen Evo und der hat echt gut Damage gemacht. Aber wenn ich da drauf gehe und dann die Runde darauf die fünfte Runde ist und ich dementsprechend Ulyoko auspacken kann, darauf will ich hinaus. Da will ich es auch annehmen. Definitiv. So. Oh, ich dachte gerade, hä, kann der Gegner dodgen oder was? Aber das war ja andersrum. Der Gegner hat mich angegriffen und ich bin gedodged. Alles gut. Ich muss, wie gesagt, nur schauen. Ich werde trotzdem gucken, dass ich das irgendwie ziehe. Ich sag's euch, wie es ist. Das macht einfach am meisten Sinn für mich. So. Aber bisher muss ich sagen, die zweite Phase, die hat es schon in sich gehabt, ne? Definitiv. ADF. Einfach 4%. Einfach 4%. So. Ich will es ein bisschen ziehen. Das heißt. Okay, ja, ich versuche ein bisschen wenig Key zu geben, aber. So gut wird das dann nicht klappen, wie es aussieht. Evolution Vegeta! Er bekommt auch seinen Angriff wieder, das heißt, wegen dem Revive müssen wir uns keine Sorge machen. Ja, okay, gut, wir können das gut ziehen, wir können das gut ziehen. Wir waren erstaunlicherweise im ersten Run hat halt Issei Kakuko so richtig viel Damage gemacht, ne? Das war halt, ja, das kann er, das kann er. Ich meine, irgendwo muss ich schon gucken, dass ich das schnell finische, weil er irgendwann dann seinen Guard verliert und ich habe dann Typen-Nachteil. Aber wir schauen mal, wir schauen mal. Wir schauen mal, ob wir es hinbekommen. Ah, ich hätte eigentlich auch Vegito mitnehmen können als Ram of God's Tower. Ja, safe. Bis wir zu der Zeitenphase kommen, hätte er sich bestimmt transformiert. Also Take Vegito Blue. Ja. Mal gucken. Vielleicht muss ich drauf zurückgreifen. Vielleicht aber auch nicht. So, Ui Goku, der Amigo, dodge eh alles. Ne? Ich will ja ein bisschen langsam machen. Das heißt, wenn ich ihn da einstellen würde, würde er noch Angriff buffen, etc. bla bla. Wir machen das einfach mal so, deswegen. das Ding ist, ich muss den physisch schon ein bisschen Ort und so geben, ne? Ist das passt? 5 Runden, warte mal. Der ist, oh no, oh passt, Alter, das ist alles. Erste Runde. Das ist schon eine krasse Rotation, jetzt wo ich das so sehe. Der Kerk, der dodge einfach alles und der Psychopath daneben. Mehr oder weniger auch ein Dodge-Monster. Alter, die haben den Ui-Sign Goku echt richtig geil gemacht, den neuen. Muss man schon sagen. Warte, was steht hier? Okay, ja, eigentlich sollte das dann. Okay. Ich habe hier nichts so eine Evo, der soll sein Revive haben, oder? Muss der nicht 5 Angriffe nur bekommen oder so? Ich meine, er hat 5 bekommen. Und dann kann ich halt drauf gehen und dann komme ich hier rein und dann kann ich ihn transformieren. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sollte das so der Fall sein. Sag ich jetzt einfach mal. Okay. Na ja gut, aber die haben den ja nicht mal gefinisht, deswegen passt's. Deswegen. Okay, ich finish das nächste Runde, dann komme ich in die 5, dann kann mich transformieren. Da machen wir es so. Zum Glück habe ich den gut aufgegeben, aber wie viel Damage machen die? Okay, dann haben wir jetzt hier unseren Revive. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Ja, nicht gut. Ich habe meinen Revive nicht.
ob ich Quaken ja kann. Achso, ich bin immer noch hier. Passt, ich hab den nicht gefinisht, macht Sinn. Die Rune sollte den finishen, ich muss nicht Evo sein Excel aktivieren. Vor dem habe ich aber Angst. Puh, weil ja, der Typ macht halt dann im Endeffekt. Ich hoffe, ich bereue es nicht, was ich hier mache. Schauen wir mal. Oh mein Gott, ich bereue es jetzt schon. Ich meine, gut, wenn ich. Hauptsache, ich komme durch, ey. Ich sag's, wie es ist. Prozent. Das kannst du niemandem erzählen, ne? Das kannst du niemandem erzählen, beim besten Willen. Das kannst du niemandem erzählen, ne? 4%? Oh. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn in der Runde one-shotten können. Bin mal drauf gespannt. Machen erstmal den hier. Ich meine, er gibt in der Runde auch meinen Charakter eine 10% Dodge-Chance. Das heißt, dieser Isekai könnte eventuell dodgen, falls wir nicht finish. Boah, das war geil. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil, ey. Okay, das zünden wir natürlich auch. Soll ich neu starten und hoffen, dass er crittet? Ich meine, er macht sehr viel Schaden, aber Crit würde mehr Damage machen. Ich möchte es mal probieren. Okay, lass mal nochmal probieren an der Stelle. Ich lasse ihn mal auf den Slot, ob er da crittet. No. Okay, letzter Versuch, dann habe ich dann Pfeifen mit drauf. War hier schon. Ne, hat auch keine Lust. Gut, dann ab in die Hölle mit dir. Okay, ganz rechts bekomme ich Zahn geführt, deswegen lasse ich kein Okudu mal. Der hat Casual 903. Casual 913.000 Defense. Alles klar. Ja, das Ding ist, ich könnte natürlich Item aktiv mich abdecken etc., ne? Um Hauptsache hier durchzukommen, aber ich würde gerne mal sehen, so wie die Jungs tanken, als ob ich das one-shotten könnte. Und er kontert, ja, richtig. Das habe ich total vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Aber er kontert, ja. Gut, das sind eh die meisten Angriffe. Oh mein Gott, er dodge-kontert einfach. Und er dodge-garantiert in der ersten Runde. Willst du mich verarschen? 22? Warte mal, wir können das beenden, oder? Wir können den one-shotten. Also in einer Runde finishen, das meine ich. Komm schon. 17? What? Der dodge-countert einfach. Ich fass es gerade nicht. Was ist das für ein Charakter? Was? Und der ist nicht mal im 200% wie das Skill von Zamasu. Also dem fehlen quasi noch 30% von ihm. What? Ja, wir haben es einfach geschafft. Oh mein Gott, was ist das für eine Rotation? What? Also die traurigen Plays,
die waren bisher meine geilsten traurigen Plays. Das habe ich ja eher genossen, statt traurig zu sein. What? Das habe ich ja eher genossen, statt traurig zu sein, Mann. Das ist crazy, ey. Leute, lasst ihr mich wissen, wie ihr den USMU findet. Der ist ja brutal. Das ist ja richtig krass. Oh, also ich habe einiges noch zum Abfarmen und danach würde ich schon noch gern Free-to-Play ein bisschen für ihn zusammen. Also ich hoffe, ich ziehe die Tage. Falls ihr all das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Auch gerne einen Daumen nach oben auf das Video und wir sehen uns ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.